Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing von der wohl schönsten Glossybox des Jahres und zwar ist es die Dezember-Ausgabe. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox habe ich sowohl im regulären Abo und ich bekomme sie auch zugeschickt und deswegen kannst du auch eine in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Glossybox erscheint monatlich, ist eine Beautybox, die mindestens fünf Beautyprodukte enthält und zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box kostet. Je nachdem, welche Abo-Variante man wählt. Und ja, ich habe tatsächlich auch zwei Codes, da kannst du ein bisschen mit sparen. Das ist einmal mein regulärer Freunde werden Freunde-Code aus dem Abo, was ich so habe. Claudia-RSQ, da sparst du 5 Euro oder du kriegst 5 Euro Glossy Points, das weiß ich nicht. Ich bekomme auch tatsächlich Glossy Points dadurch. Und dann habe ich noch den Influencer-Code, da kannst du 20% sparen. Das ist Glossy Claudi. Da kannst du einfach gucken, welcher Code dir besser gefällt. Alles dazu auch nochmal in der Infobox verlinkt. Sammy schnarcht. Wahnsinn. Okay, ja, Schmuck, den ich trage, Ketten und Ohrringe sind von Corazul. Da kannst du auch ein bisschen was sparen. Claudi Corazul 20 gibt aktuell 20% Rabatt. Auch das in der Infobox verlinkt. Jetzt gerade habe ich mich ein bisschen geschminkt. Das war ein Reim. Geil. Da habe ich gerade die Urban Decay Marvel Palette auf den Augen. Die habe ich gerade mal so ein bisschen ausprobiert. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, aber wir sind jetzt hier für die Glossy Box und wir haben dieses Mal eine Metalldose, was ich sehr cool finde. Und bevor die Box überhaupt schon bei mir eingetroffen ist, habe ich eine E-Mail bekommen von einer ganz lieben Followerin, weil das halt eine wunderschöne Keksdose ist, ne? Ob sie mir die quasi abnehmen dürfte. Und ja. Die schicke ich ihr dann quasi nachher einfach zu, sobald sie mir ihre Adresse schickt. Und dann habe ich pfadfindermäßig jeden Tag eine gute Tat gemacht. Achso, ein Ding lag noch nebenher. Das fand ich eigentlich ganz cool und wollte es einfach mal zeigen. Da hat mein Müsli wohl in Kooperation mit Glossybox ein ganz Special Müsli rausgebracht. Limitierte Moonlight Edition. Statt 10,90 Euro bekommst du das Ding. Ich weiß jetzt nicht. Gratis Glossy Müsli sichern und Mindesteinkaufswert erreichen. Siehst du, das ist nämlich das Ding. Deswegen kommt das auch nicht zum Gesamtwert mit hinzu, ne? Weil da musst du einen Mindesteinkaufswert von 10 Euro haben. Und dann kommen wahrscheinlich auch noch irgendwelche Dingenskirchen mit bei, ne? Dass du da irgendwelche Versandkosten oder so zahlen musst. Also von daher bin ich da immer etwas vorsichtig. Und oh mein Gott, ja, hier haben wir dann den Deckel einmal entfernt und sehen so den ersten Blick in die Box. Und es gefällt mir so gut, was ich hier sehe. Und ja, hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist eine wunderschöne Frau. Oh mein Gott, ist die schön. Moonlight Glow Edition. Okay, ja. Gefällt mir, definitiv. Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box, wo ich nichts rausrieche. Und dann entferne ich einmal vorsichtig den Klebi. Ja. So, öffne das Seidenpapier. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und es sieht schon mal nicht verkehrt aus. Da lächelt mich schon das ein oder andere an. Aber ich möchte mit euch zuerst mal das Motto entdecken. Denn da steht immer einiges drin, ne? Weil ich finde es immer schön, wenn man auch mitgenommen wird, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken und Gestalten gedacht haben. Durch die festlichste Zeit des Jahres mit deiner Moonlight Glow Edition. Was macht diesen Dezember für dich besonders? Sind es die vielen Stunden im Kreise der Liebsten, die festlichen Lichter überall, wo man hinschaut oder vielleicht Begegnungen, die längst überfällig waren? Wir möchten auch gern dazu beitragen und den Zauber dieser aufregenden Zeit mit unserer Moonlight Glow Edition noch ein wenig mehr anheizen. Allem voran dank sorgfältig ausgewählter Produkte der Dezemberbox, die im Übrigen zum ersten Mal in der Glossybox-Geschichte als eine entzückende Blechdose im festlichen Design daherkommt. Viel Platz zum Fantasieren, Upcyclen, mit Plätzchen, Schmuck oder weiteren Beauty-Produkten befüllen oder verschenken. Also ran ans Unboxing. Ne? Die Beauty-Dose liefert dir diesen Monat sogar gleich 6 echte Beauty-Highlights mit einem Touch coolen, winterlichen Glamours. Auf dich warten tolle, glowy Looks dank der Rampampampampam, Lust auf einen kleinen Beauty-Rückblick des Jahres, winterliche Beauty-Inspirationen oder eine kuschelige Glossy-Playlist? Klick dich auf unseren Blog unter www.glossybox.de/magazin, schau bei Instagram oder halt unter @glossybox_de vorbei und abonniere uns bei Spotify unter Glossy FM. Meine Herren, sind die jetzt auf vielen Kanälen vertreten, ne?
Wir freuen uns auf deine Unboxing-Bilder, Looks und schönste Festtagsgrüße. Bis zum nächsten Jahr, Glossy und einen guten Rutsch. Okay, ja, wir sind alle Glossys übrigens, ne? Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Unser extra Geschenk an dich pünktlich zu Weihnachten. Freu dich auf eine Duftprobe als Überraschung für dich oder deinen Lieblingsmann. Ja, da bin ich mal gespannt, was denn da drin sein wird. Hier sind dann die ganzen Produkte drin aufgeführt. Meistens haben wir so 2 bis 3 Produkte, die alle in den Boxen drin haben. Und die restlichen Produkte variieren, da kann man sowohl als auch haben. Und dann habe ich hier nochmal einen kleinen Ausblick, das erwartet dich im Januar. Mindful Mornings Edition. Zeit aufzustehen, Glossies. Das neue Jahr ruft, aber bitte ganz genüsslich. Eine achtsame Morgenroutine, so sagt man, ist das A und O für einen gelungenen Tag. Also strecken wir uns erst einmal in alle Richtungen, gönnen uns den ersten Kaffee im Bett unter der fluffigen Decke und träumen ein wenig darüber, was der Tag so bringen könnte. Mit Achtsamkeitsübungen und Sporteinheiten wie Yoga, Pilates oder Stretching wirst du dann richtig wach. Im Badezimmer wartet in der Zwischenzeit unsere Mindful Mornings Edition auf dich. Sie versorgt dich mit passenden Essentials für den kalten Januar und versüßt dir den Start ins neue Jahr. Alles klar, im Januar wird das Ganze dann wahrscheinlich dann eher so in Richtung Pflege gehen. Aber wir genießen jetzt erstmal das, was wir hier drin haben, denn wenn ich jetzt so das erste Produkt gesehen habe, erwartet uns auf jeden Fall ein bisschen dekorative Kosmetik. Diese beiden Proben habe ich jetzt dazu bekommen. Baldessarini Cool for Sport. Das ist 2x1 ml, ein Eau de Toilette, aber ich glaube, das ist ein Männerparfum. Ja, das hatte ich jetzt auch schon öfters mal mit dabei gehabt, ne? Ja, also tatsächlich, wenn ich bei Douglas oder so mal was bestellt habe, ja, ist okay, ne? Also, ja, Proben halt. Rechne ich nicht zum Wert dazu, ne? Dann habe ich hier die Palette, die auch ganz am Anfang angeteasert worden ist, was jetzt auch wohl irgendwie in einer Kooperation oder ganz special rausgekommen ist von La Splash Cosmetics Moonlight Glow Face Palette. Das ist diese hier, die ist cruelty free und wird auf jeden Fall in meinen Full Face Beauty Boxen mit reinkommen, was ich immer zum Ende des Monats drehe und dann Mitte des kommenden Monats online stelle, sobald alle Boxen bei mir eingetroffen sind, sodass ich da auch wirklich alles draus nehmen kann, um zu schauen, wie die Produkte so performen. Und oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus. Ich finde das immer so schwierig, wenn diese Schuber, die außenrum zu sind, halt so hübsch sind, die Palette an sich aber nicht so schön ist vom Design. Die hier finde ich noch schöner vom Design, weil diese Schuber war ich eigentlich nie auf. Jetzt will ich mal reingucken. Wow, Puder, Blush und Bronzer haben wir hier drin. Wie geil ist das denn? Also die müssen wir zusammen ausprobieren, oder? Krasse, krasse Töne. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man nie so genau weiß, welche Skin Shade hat dann die Person, die die Box erhält und auspackt, ne? Aber oh, die Blushes knallen. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann, ne, ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber mal gucken. So schauen die Töne aus. Kann was werden. Also ich hatte schon wirklich die verschiedensten Face-Paletten auch in halt Beauty-Boxen drin und die hier macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Bin ich echt gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, was hat er denn für einen Wert? 29 Tacken hier läuft, ne? Da bist du dann direkt auf jeden Fall, dass du die Box damit raus hast. Finde ich cool, wirklich. Passend dazu haben wir hier einen meiner wirklich Lieblingspinsel aus diesem Candy Brush-Set von Luvia. Das ist nämlich der Luvia Blush Brush. Den habe ich auch selber schon da. Finde ich klasse, dass der drin ist. Luvia-Pinsel sind wundervoll. Mag ich richtig gerne leiden. Da ich den schon habe, wird er dann demnächst mal verlost werden, ne? Aber ich habe den ja schon in meinem Pinselset. Denn ich habe das komplette Candy-Pinselset mir mal vor einem Jahr oder so gekauft. Oder anderthalb, zwei, weiß ich nicht. Finde ich sehr, sehr gut. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Kostet so, ja, ein bisschen mehr als 50 Euro ist das, glaube ich. Aber da hast du wirklich alles drin. Dieses Pinselwaschtool, was damit bei ist, benutze ich jeden Abend, wenn ich meine Pinsel reinige. Da ist ein schöner Schwamm mit dabei. Du hast da ein richtig schönes Pinselset. Kann ich mega empfehlen. Dann haben wir hier etwas von Bilou mit dabei, was natürlich jetzt auch wintertechnisch ein bisschen passend ist, ne? Cozy Hands, pflegender Handschaum. Da habe ich auch schon sehr viel Positives von gehört. Ich habe aber noch nie so einen Handschaum selber verwendet. Also ich habe immer mal wieder einen da gehabt, aber ich habe dann immer den weitergegeben oder er liegt in meiner Backup-Kiste. Ich habe da nie zugegriffen, weil ich das immer so umständlich fand. Andererseits irgendwie so cool, ne? Wenn du dann einfach dir so einen Schaum drauf machst und das so verteilst und die sollen halt sehr, sehr pflegend und gut sein. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und vanillig warm schreit natürlich meinen Namen, ne, vom Duft her. Und das dürfte ja auch eine Full Size sein. Riecht wirklich, wirklich gut. Mag ich gerne.
Das kann auf jeden Fall was werden mit uns beiden, ne? Dann habe ich etwas, was eher nichts mit uns beiden wird, weil ich keine Badewanne habe, leider. Aber es sieht sehr ansprechend aus und ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht auch super in so ein Fußbad geben kann oder so von Kneipp, eine Badeessenz. Gute Nacht mit Zirbenholz und Amyris. Mhm. Entspannung am Abend für erholsamen Schlaf. Also das ist wirklich so ein schönes Gute-Nacht-Bad, was man dann super verschenken kann wahrscheinlich auch, ne? 100 Milliliter sind hier drin. Ja, ich mache ja die ein oder andere Geschichte auch zu Weihnachten für meine Familie. Und da habe ich eine, also ich habe eine, ne? Ich habe da eine Stiefmama, also quasi die neue Frau von meinem Papa. Die steht voll auf Baden und ich glaube, damit könnte ich sie wirklich glücklich machen. Falls ich ihr nicht sowas Ähnliches schon überhaupt in ihren Adventskalender gepackt habe, denn den Adventskalender von Kneipp habe ich ja auch mit euch zusammen ausgepackt und ich weiß nicht, ob diese Richtung auch drin war. Ja, scharf stellen kann ja jeder. Diese Kamera hat gerade einfach keine Lust da drauf. Oh, was eine zickige Kamera, oder? So, yay! Wenn ich es könnte, würde ich euch jetzt irgendwie so ein Klatschen einblenden, aber nö. Ja, ist aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Nummer 1 Marke für Badezusätze kann ich mir auch wohl vorstellen. Ne? Naturkompetenz seit 1891. Es passt auf jeden Fall zu dieser Glossybox-Edition. Das gefällt mir. Dann haben wir hier etwas drin, was ich letztens sogar in einer Männerbox, glaube ich, drin hatte. Von Schelbens. Nacht-Repair-Konzentrat, Zellregeneration, intensive Feuchtigkeit mit Jojobaöl, Proretinol und Mandelöl. Das sind so Kapseln und die kann man sich halt anstatt von einem Serum drauf machen, um da die Haut dann über Nacht zu regenerieren. Und weil hier dieses Retinol drin ist, muss man ein bisschen aufpassen. Also das sollte man halt wirklich dann abends verwenden und am besten dann morgens auch direkt einen dicken Lichtschutzfaktor draufpacken, so oder so, aber dann auch mal intensiver drauf achten. Weil Retinol nicht unbedingt für... Also ich würde Retinol nicht für unter 30-Jährige empfehlen, weil das halt wirklich sehr hautregenerierend ist. Ne? Das ist halt so ein richtig krasser Anti-Aging-Wirkstoff. Wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich verwende es sehr gerne, habe auch aktuell eine Retinol-Creme in Anwendung, aber die tatsächlich auch nur einmal pro Woche. Heute Abend ist zum Beispiel wieder Zeit dafür. Ja, also vorsichtig daran tasten. Ne? Das ist immer mit dem Retinol immer so eine Sache. Ja, und ich weiß, dass die Glossy-Boxen halt auch von Jüngeren so im Abo sind. Ne? Also bei Retinol bitte immer, immer aufpassen. Aber ein geiler Inhaltsstoff, wenn man wirklich gegen Anti-Aging, also wenn man wirklich Anti-Aging-mäßig was machen möchte, aber vorsichtig rantasten. Und als letztes Produkt haben wir etwas von Elemis hier drin. Darüber freuen wir uns ja immer sehr, weil Elemis eine sehr, sehr hochpreisige Marke ist. Und wenn die dann so in der Glossy-Box oder in der Schwester-Look-Fantastic-Box enthalten sind, dann hat man immer direkt Spaß, weil das einfach ein teures Produkt ist und dann freut man sich halt, ne? Wenn man 12,50 € für die Box ausgibt. So. Superfood Glow Priming Moisturizer kannst du also auch als Primer verwenden, werde ich dementsprechend auch in meinen Fullface Beauty Boxen mal mit reinnehmen und gucken, ne, dass ich den als Primer verwende. Könnte sein, dass ich den sogar schon habe. Kombucha Glow Moisturizer 20 ml haben wir hier drin, also das soll wirklich so ein ja, feuchtigkeitsspendender Primer sein oder halt, ja, also du kannst es sowohl als Primer als auch als generelle Creme verwenden, ne? Da bin ich gespannt drauf. Ich meine, dass ich den aber auch schon mal ausprobiert habe. Ich glaube sogar in einem Fullface Beauty Box mal. Egal. Werde ich jetzt nochmal reinpacken, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Wir haben eine wirklich sehr, sehr hochwertige Box hier mal wieder zu Dezember. Aber es ist erfahrungsgemäß so, dass die Boxen Menschen so zum Ende des Jahres, also sprich im Dezember, nochmal derbe einen raushauen und damit die Abonnenten halt echt glücklich machen. Und ich finde, dass die Glossy Box das geschafft hat. Ne? Also das Einzige, wo ich halt sage, na, ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich die Parfümproben. Aber das ist ja nur ein Goodie. Und ja, ansonsten, also ich freue mich über den Inhalt der Box. Ja klar, so ein Badezusatz ist nicht unbedingt was für mich persönlich, aber an und für sich ist es eine schöne Geschichte in der Box, weil man sich sowas wahrscheinlich nicht unbedingt kauft, sondern auch gerne das hat, dass man sowas geschenkt bekommt. Und dann natürlich noch die anderen hochwertigen Produkte, wo man sich einen Keks freut. Ne? Also ich finde sie cool, ich kann sie empfehlen. Und in diesem Video, wie gesagt, gibt es auch eine zu gewinnen. Und ja, sehr cool. Schönes Jahresende mit der Glossy Box. Ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Glossy Box Unboxing. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!